Kämpfen die Prank Bros tatsächlich gegen den Game Master, meine Freunde, ja? Und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht so schon danach schreit, das wieder zu bearbeiten. Ich weiß es nicht. Aber wir gucken einfach mal, was jetzt da passiert, Leute. Warum ist der Wind auf einmal so stark? Alter, voll der starke Wind. Hey, was ist hier los? Digga, ist doch wegen dem Game Master, der ist irgendwo hier. Ja, der Game Master sitzt oben im Baum und pustet ganz doll, Alter. Da kommt der Wind auf jeden Fall mal richtig raus, du. Hey, du musst den Game Master verfolgen. Ich muss ihn verfolgen, Mann, Leute. Ja, ist natürlich blöd, dass der eine Bruder jetzt zusammengeschlagen am Boden ist. Das wissen auch viele Leute nicht. Tatsächlich, Marvin ist jetzt mittlerweile, also Marvin wird nie wieder laufen können. Stellt euch mal vor, ihr seid Förster in dem Wald und seht auf einmal so zwei erwachsene Männer, die am Boden rumrollen, Alter. Muss los an der Stelle. Kann mich ganz kurz jemand aufklären, haben die später Sex mit dem Game Master oder nicht? Das wäre für mich echt wichtig. Dann kann ich nämlich schon mal meinen Bus packen und meine ganzen Sachen und dann mich schon mal Richtung Muss los aufmachen. Leute, habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn gerade gesehen? Den Game Master gesehen, hab ich weiter warten. Habt ihr ihn gerade gesehen? Da ist der Game Master, Leute. Da steht er. Guck mal da. Da steht der Game Master. Seht ihr ihn? Da. Da steht der Game Master, Leute. Und das Schlimme ist ja, jetzt ist sein Bruder auch noch weg. Fuck, also entweder ist sein Bruder der Game Master oder sein Bruder ist tot. Wir wissen es nicht. Alter, nein, GLP steht im Wald. Scheiße, Mann. Jeder weiß, dass GLP immer dienstags um 22 Uhr, vormittags, alles klar, in den Wald geht zum Pilze sammeln. Da geht man nicht in den Wald, Leute. Das weiß man doch. Scheiße. Bleib da stehen, Mann. Komm her. Komm her, Mann. Bleib stehen. Komm her. Was ist das denn? Aber ganz ehrlich, man muss ihn lassen, Leute. Die haben jetzt immer eine Legitimation, hier durch den Wald zu laufen wie zwei Affenkinder. Ich würde es auch nochmal gerne machen. Ich würde auch nochmal gerne über einen Bach springen und sowas, Alter. Und jetzt kommt richtig geile Bongo-Musik, Digga, weil jetzt geht's extrem ab, Leute. Bitte nicht verarschen! Scheiße! Ich muss jetzt durchziehen! Scheiße! Ich muss das durchziehen! Scheiße, scheiße! Wie kann man dabei nicht kotzen, wenn man sowas schneidet, ey? Wirklich. Boah, Alter, heftig, heftig. Der Schnitt gerade war extrem gut gelöst. Man hat ihn nicht gesehen. Man hat ihn nicht gesehen, Leute. Wirklich stark. Komm her! Krieg dich! Meint ihr, das ist auch der Hater von Sky Guy, Leute? Kann das sein, dass das der gleiche Mensch ist, Alter? Das ist das Letzte, was ich gerne in meinem Leben sehen würde, Leute. Und zwar, wenn der Game Master mir wirklich eine richtig nice 180-Faust ins Gesicht ballert. Das ist das, was ich kurz bevor ich sterbe sehen möchte. Genau dieses Bild und nichts anderes. Okay, lass mich raten. Jetzt ist er wieder weg. Da hinten ist er. Ah, nee. Da hinten ist der. Scheiße, mal los. Ah, ein Arm, Alter. Ah. Oh, Scheiße. Oh. Ich muss dranbleiben. Was willst du von mir? Bleib stehen. Komm her. Was willst du? Bleib stehen. Komm her. Der geht so ganz gemütlich. Der geht so zu Fuß, Alter. Und der sagt so, bleib stehen, Mann. Bleib stehen, Mann. Stell die Kamera ab. Hey! Lass ihn doch kurz die Kamera abstellen. Mein Gott, Alter. Mein Gott. Hey, nein, bleib stehen. Ich muss die Kamera abstellen. Scheiße. Ohne Witz, ich glaube, er sollte echt weniger Shisha-Köpfe rauchen, der Bruder. Ich fände es so nice, wenn er sich jetzt einfach komplett ausziehen würde und komplett nackt mit irrigiertem gegen ihn kämpfen würde. No. Komm her! Und da soll Axel Voss nochmal sagen, es gibt kein Original Content auf dieser Plattform. Leute, das sind genau die hochwertigen Kurzfilme, von denen ich rede. Wo Protagonisten noch freiwillig in die Kamera gucken und zwei Brüder sechs Rollen auf einmal spielen, Alter. Das ist Kunst, Axel Voss. Fick dich mit deinem Artikel 13, Junge. Das nimmst du so nicht weg. Ich werfe erstmal diesen 20-Zentimeter Stock auf ihn. Vielleicht stirbt er davon. Nein? Okay, dann greife ich ihn jetzt an. Hier ist ein 50-Zentimeter Stock. Vielleicht hilft der. Wir versuchen es mal, Leute. Okay, er hat sich weggeduckt. Das war unerwartet. Welche zwei erwachsene Männer, die sich prügeln wollen, würden erstmal mit Stöcken aufeinander werfen? Alter, was ist denn das, Alter? Was ist denn das, Junge? Wisst ihr, es gab so eine Zeit, da waren Kampfchoreografien gern gesehen auf YouTube. So Flying Uwe und Alberto haben sowas richtig nice gemacht mit Cheng damals zusammen. Aber das hier,
Digga, da gucke ich mir lieber an, wie sich zwei Dreijährige prügeln. Ja, Leute. Da an der Stelle kann man nur sagen, der Kampf, der ist spannend. Und die Schelle, die hat gesessen. Oh ja, gib ihm, Bruder, gib ihm. Ja, Mann! Gib ihm! Hau ihm! Gib ihm Biss, Bruder, gib ihm Biss! Oh nein, oh nein, oh nein. Der Double Inverted Roundhouse Punch, den der Game Master gerade gemacht hat, meine Freunde. Absolute Dominanz hier vom Game Master. Ich muss ganz ehrlich sagen, Ladies and Gentlemen, welcome to this awesome Fight Night Game Master versus Marvin Prank Bros. Nice und nett, dass die sich die ganze Zeit im Sichtfeld der Kamera prügeln. Das macht's für uns als Zuschauer unglaublich einfach. Was macht der denn die ganze Zeit, Alter? Der greift die ganze Zeit am Boden. Was will der da finden? Leute, seht ihr in sein angsterfülltes Gesicht? Der sagt so, Bruder, das ist nur Spaß. Hör auf, mich jetzt wirklich zu schlagen, Alter. Hör auf, bitte, hör auf. Ich glaube, er hat wirklich Angst, dass sein Bruder gerade wahnsinnig wird, Digga. Stell dich mal vor, der bringt dir das einfach um. Fänd ich nicht witzig. Oh mein Gott, Leute. Legendary Round Punch an der Stelle hier, Leute. Guckt euch das mal an. Das war ein Jumping Punch, Leute, der hier gerade reinkam. Also das ist ein Bare-Knuckle-Move. Guckt euch das mal bitte an. Er hat ja versucht, den Tanzapfen aufzuheben. Schafft es hier in der Zeitlupe wieder nicht, den Tanzapfen aufzuheben. Dreht sich um. Und da kommt der Sprung, meine Freunde. Mit schierer Gewalt haut dem hier auf den Nacken und Marvin geht zu Boden. Unglaublicher Kampf, Alter. Unglaublicher Kampf. Wirklich toll. Danke nochmal an das Team mit der Zeitlupe. Das ist schon krass. Ich glaube, ein normaler Mensch wäre da tot. Boah, Alter, oh, oh Gott, oh nein, oh nein, oh nein. Gut abgerollt, sehr schön, sehr schön. Okay, meine Freunde, wir sind bis jetzt in Runde Nummer 2 und ich würde fast schon sagen, es ist tatsächlich bis dato ein Sieg nach Punkten für den Game Master, aber es ist noch nicht vorbei. Ich würde sagen, wir leiten ganz kurz die Runde Nummer 3 ein. Let's fucking go. Was ist das für ein Kampf? Der läuft immer wieder auf den zu und der andere bleibt stehen und die können immer wieder aufeinander zulaufen. Was ist das für ein Müll, Alter? Boah, Alter, nee. Boah, nee, Alter. Oh, fuck. Boah, Alter, nein, der hat gesessen. Oh, nee, hat nicht getroffen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, nochmal schnell zur Kamera laufen, Leute. In dem Moment sieht man doch einfach nur ganz klar in seinem Gesicht. Fuck, Mann, ich hätte echt mein Abitur machen sollen oder vielleicht eine Ausbildung anfangen, weil das hier ist gerade menschenunwürdig. Und seine Hose ist auch dreckig. Ja, echt, das ist ein richtiger Scheißtag für ihn heute, glaub. Oh nein, Leute, der Game Master. Aber gut, dass er sich das immer noch selber sagt. Scheiße, er kommt. Ich werde dir jetzt durch den fetten Kick geben, okay? Egal, ob das Kevin oder Kelvin oder Marvin ist, Leute. Ihr gebt mir jetzt einen richtig fetten Kick, okay? 3, 2, 1, go, Mann. Okay, let's go. Gib ihm, Bruder. Oh nein. Oh nein, Alter. Oh nein. Ja, ich glaube, der Kampf ist vorbei. Beide sind dann scheinbar in den Wald gelaufen, haben dann da hinten irgendwo geheiratet und mit Rehen auf jeden Fall, ja, eine Menge Spaß gehabt. Der Game Master hat zugenommen, Leute, das sind Muskeln, okay? Der Game Master ist nicht fett, der ist muskulös. Ich hab den Game Master verloren, Mann. Ach nein. Nicht wirklich, oder? Du hast einen Job. Du hast einen Job, Alter. Und du hast den Game Master verloren. Belastender Typ, wirklich. Ich bin einfach durchgerannt und der war weg. Aha. Ey. Ich bin langsam auch zu gefährlich. Er hat mich echt gut verletzt, Mann. Ja, hat er. Ich bin gut auf die Schnauze geflogen. Ja. Und ich glaube, ich spreche ab, Mann. Ja. Also wenn dieser maskierte Mensch tatsächlich real wäre, warum habt ihr da nicht einfach die Polizei informiert und euch eine Schusswaffe zugelegt, ihr Vollidioten? Ja? Oh mein Gott! Top 10 Anime-Shock-Moments, Alter! Damit habe ich nicht gerechnet! Alles in 3,
Oh mein Gott, er hat ein Messer. Bitte sag mir, er hat ein Messer. Oder vielleicht hat er ja auch einen Elektroschocker oder sowas. Oder einfach nur einen fetten Dildo. Oh nein, oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, ihr wisst, dass es ernst ist, wenn Soundeffekte kommen, wenn noch gar kein Schlag gemacht worden ist. Dann ist es ernst, wirklich. Holt der jetzt einen Pimmel raus oder so? Ich... Digga... Was macht der Game Master? Oh, jetzt Achtung! Danke für diese sehr aufschlussreiche Szene. Hey, bist du dumm? Das ist nicht Marvin, das ist der Game Master. Ja, sorry, ganz vergessen. Scheiße. Ja. Das habe ich mir auch gedacht, als ich euer Video geguckt habe. Scheiße, Alter. Ich glaube, er fragt sich gerade Real Talk, was er in diesem Wald macht. Ich glaube, er hat es echt vergessen. Ah, meine Jacke. Ja, nimm die mal lieber mit, ist kalt draußen, ne? So, wo dein Bruder jetzt ist, ist an der Stelle auch egal, oder? Meinst du, also, kannst du einfach abschreiben, vielleicht ist er tot, Digga. Man weiß es nicht, ne? Das ist gerade echt gruselig, ich weiß nicht, was passiert ist. Mann, ihr dreht gerade ein witziges Drecksvideo im Wald. Das passiert gerade. Stell dich mal vor, da kommen so Leute von vor 60 Jahren in die Zukunft und zeigt denen das. Ganz ehrlich, die würden sich denken, fucking hell, where did we turn wrong? Also ganz ehrlich, manchmal wünsche ich mir doch diesen fetten Meteoriten, der einfach die komplette Menschheit inklusive mir auslöscht. Marvin sitzt da unten und war gerade am Scheißen, Alter. Lass deinen Bruder mal 2 Minuten in Ruhe. Was soll das denn, Junge? Man muss sich mal reinziehen, Leute. Das guckt ja an, ironic guckt das ja keiner, ne? Es ist, die wissen halt ganz genau, was die machen, weil es ist halt so schlecht. Sie machen es halt so schlecht und hier gibt es wirklich Kinder. Wo war Marvin in der Zwischenzeit, wo du gegen den Game Master gekämpft hast? Liken, damit sie es sehen. Bitte! Es gibt wirklich 5-jährige Kinder, die da mitfiebern, meine Freunde. Und ich kann das nachvollziehen. Das ist Thema spannender als die Sesamstraße. Aber die machen mit so einem Video, mit einer Kamera für 20 Euro, machen die Gottverdammt nochmal so viel Asche, Alter. Das muss man den beiden einfach anrechnen, Leute. Guckt euch mal diese Aufrufe an, Digga. Das ist Standardskill, dein Vater, was die da an Views machen, Leute. Versteht ihr, was ich meine? Die gehen einmal in den Wald, und ja, machen so einen Kram. Ach, Leute. Geh mal vor, er fällt erst hin einfach und ertrinkt in dieser Pfütze. Fände ich nicht witzig, wirklich. Der Game Master. Ja, der hat doch geskillt, Leute. Der ist richtig stark geworden, wirklich. Der ist krass, ehrlich, also heftig. Wir haben schon 100 Game Master Videos und haben ihn immer noch nicht gefunden, Leute. Ja, die Polizei ist auch ratlos, Alter. Das ist echt ein krasser Verbrecher, der Typ, wirklich. Das ist echt ein kriminelles Genie, der Kerl, also... Denkt nicht, dass sie ihn in den nächsten 100 Folgen noch finden. Das war echt, also da ging es mir gerade emotional richtig nah, wirklich. Kam jetzt auch leider seit 2 Tagen wieder kein Video.